Guten Tag und willkommen zurück hier in Bowser's Fury. Und das schon wieder im wahrsten Sinne des Wortes, weil Bowser's Fury hat sich wieder aktiviert, was uns echt gut in die Hände spielt. Damit haben wir auch schon direkt die erste Insignie des Parts, können den Leuchtturm aktivieren und Bowser wieder vertreiben. Und dann würde ich auch mal gern schauen, ob hier drüben, wie ich schon angenommen habe, die letzte Katze ist. Jetzt, wo wir Bowser schon mal vertrieben haben, ist das auf jeden Fall... Oh! Ist das... auf jeden Fall sehr gelegen. Oder kommt das auf jeden Fall sehr gelegen. Und tatsächlich, direkt hier, ist die Katze, die jetzt stehen bleibt. Dankeschön. Am besten dafür immer einen Katzenanzug anziehen. Okay. Dachte ich mir schon. Das dachte ich mir schon, dass hier Blöcke sind. Ja. Und damit können wir jetzt einfach ganz gechillt hier rüber. Ja, komm, ich werf die Katze nochmal weg. Damit ich sprinten kann. Und damit kehrt die fünfte Katze wieder nach Hause. Verlorene Kätzchen im Ödland. Alles klar, wunderbar. Und ich glaube, das war's auch, ne? Sonst ist nur... Ah, ja gut, hier die eine Insignie fehlt uns noch. Aber da weiß ich halt noch nicht, wie wir da rüberkommen sollen. Ne, kein Plan. Also kehren wir zurück zu Bergfeuerfauch und schauen mal, wie wir da hochkommen. Ja, okay, da fällt man nur runter. Hätte ja sein können, dass da schon direkt die Lava ist. Aber nö, da fällt man nur runter und wird nicht direkt gekillt. Was zwar auch nervig ist, aber immerhin verliert man dadurch nicht alle Münzen. Hä? Als ob? Ja, okay. Nehmen wir mal hier eine Bumerangblume. Davon haben wir immerhin 5 Stück. Und was ist hier mit den Blöcken? Ah, okay. Man kann sich das Leben ein bisschen leichter machen dadurch. Aber hätte es jetzt auch nicht unbedingt gebraucht. Ah, okay. Wollte gerade schon sagen, das führt hier im Kreis. Wie kommt man weiter? Und ich hätte vielleicht einen günstigeren Zeitpunkt abwarten sollen. Aber ich bin ja auch kein Noob. Ich krieg das hin. Fast wäre ich da jetzt in die Lava reingefallen, weil ich die Beschleunigung ein bisschen falsch eingeschätzt habe. Und ja, nee. Es wäre blöd in Bezug auf die Aussage davor gewesen. Was ist das hier? Okay. Ein Ultra-Shortcut hier hoch, oder? Wie sieht's aus? Ich glaube, ich hätte da noch weiterfahren sollen. Aber
Immerhin bringt es mich hier auf den Berg hinauf. Speichervorgang, alles klar, dankeschön. Und jetzt schauen wir mal, was hier drin ist. Hätte ja sein können, dass die Goldröhre mich nach unten bringt. Und das hätte ich jetzt nicht so hart gefeiert. Das hat mir jetzt einen Pilz gegeben, alles klar. Und nein, die Goldröhre bringt einen nicht nach unten. Das heißt, man kann bedenkenlos hier reingehen. Und da ist auch schon der letzte Toad. Und hier eine Katzenglocke. So, hau mal ab da. Ja, kein Problem. Toadtrupp, feurige Flucht. Feurige Flucht? Wo? Höchstens... Oh! So ein Katzenglöckchen. Höchstens eine... Pieksige Flucht oder was auch immer, aber viel Feuer gab es jetzt nicht. Kann man sich eigentlich hier Münzen farmen? Holy shit. Geht das echt? Ja, schon cool irgendwie. Ja. Anscheinend kriegt man da... einen Stern! Anscheinend kriegt man da immer wieder einen Münzen raus und dementsprechend auch einen Item. Und dieses Mal sogar einen Stern. Cool. Ich glaube, einen Stern hatten wir hier auf dieser Overworld noch nicht. Immer nur in so einer Bonus-Stage. Jetzt weiß ich gar nicht, wie ich hier runterkommen soll. Einfach runterspringen? Oder wie sieht's aus? Irgendwie müssen wir ja auch noch auf die Insel kommen, die hier rumschwebt. Ach, scheiße. Ja, okay. Never mind. Ich bin trotzdem noch sicher gelandet. Was ist hier drin? Noch ein Katzenglöckchen. Cool. Ja, es kommt sehr gelegen. Und das ist ja immerhin gerade dumm verloren. Und ich... Ja, nee, trotzdem. Ich wechsle mal zur normalen Katze. Vielleicht brauchen wir die ja noch hinterher. Und da will ich nicht einfach dumm das Item verschwenden. Und jetzt können wir auch mal schauen, was hier... gewesen wäre, wenn ich hier weitergefahren wäre. Oh, man muss hier sogar den Block treffen, oder was? Nö. Achso, wahrscheinlich, weil ich den schon betätigt habe, den Block. Ah. Ja, okay, hier wäre aber auch nichts, anscheinend. Oder? Ich meine, da kann man noch hochfahren. Oder habe ich es mir jetzt verkackt, weil ich den Block nicht getroffen habe? Hm. Komisch. Ich würde einfach vorschlagen, nochmal hochzufahren. Ah, okay, ich verstehe. Wir müssen anscheinend hier kurz warten. Die nehmen wir mit. Und dann können wir anscheinend hier hochklettern. Ah, da drüben können wir hochklettern. Nein! Stopp!
Ja, das dachte ich mir schon. Aber ich dachte, das Ding schwebt um die ganze Insel rum. Ich dachte es mir aus dem Grund, weil diese Erhöhung sonst irgendwie ein bisschen useless einfach wäre. Aber anscheinend kommt die Insel tatsächlich genau an diese Stelle. Und warum ist die da stehen geblieben? Ist da eine Katzeninsignie in der Luft? Was ist das? Ne, das ist ein Item. Ja, okay, anscheinend kann man sich da nochmal ein Item holen. Ja, gut. Aber extra nach da drüben fahre ich jetzt nicht, nur für das Item. Wobei, ich kann ja mal auf der Karte schauen. Ne, das ist echt nur ein Item. Na gut. Wie man erfolgreich seine Zeit mit Warten verschwendet. So. Jetzt können wir ja auch endlich hoch. Vielen Dank. Lava-Panorama. Ja, in der Tat. Jetzt finde ich es aber shit, dass hier nicht die Musik weiterspielt. Vom Bergfeuerfauch. Ich meine, die Musik hier ist nicht gerade schlecht, aber jetzt trotzdem gefeiert, wenn man die Musik noch gehört hätte. Vom Bergfeuerfauch, weil ich mag die. Wie gesagt, die erinnert mich so ein bisschen an den Todesberg aus The Legend of Zelda. Ah, okay. Der Hase gehört nicht hier zur Insel. Aber um nochmal auf die Musik zu sprechen zu kommen. Nicht schlimm. Wir machen immerhin direkt hier weiter. In welche Lava? Oder fahren wir jetzt noch da drüben hin? Nö. Hey, hier ist doch gar keine Lava. Naja. Was auch immer. Das war jetzt auf jeden Fall die letzte Katzeninsignie. Und damit haben wir Bergfeuerfauch abgeschlossen. Boah, ey, wie ich heute nicht reden kann. Was soll das? Und wie man dahin kommt, weiß ich halt immer noch nicht. Naja, gut. Es folgen auf jeden Fall zwei Aufgaben für Plessy. Einmal den Hasen fangen und dann müssen. Ja, okay, dann tauch halt nicht ab. Und dann müssen wir auch wieder zwischen die ekelhafte schwarze Pampe da fahren. Ich hoffe, der Lag war auf meiner Seite und nicht auf der Seite der Switch. Weil erstens wäre es traurig, zweitens wird man es im Video sehen. Also hoffe ich einfach mal, dass man das hinterher nicht im Video sehen kann. Und hier müssen wir rein, ne? Ja. Dann los. Aber hier waren wir doch schon mal. Warum habe ich dann nicht direkt die Insignie mitgenommen?
Oder ging es da um eine Plessy-Coin? Das kann sein. Das wird es zumindest erklären. Okay, hier müssen wir einfach nur die Pakete zerstören. Ah, da gibt es eine Sprungplattform. Oh, die wir nicht mit Plessy aktivieren können. Schade. Ach, nice. Hier ist noch ein Wolkenlevel. Das ist geil. Weil ich dachte, wir hätten alle abgeschlossen. Wollte schon rumheulen, dass kein Wolkenlevel mehr kommt. Aber nö. Wir haben noch eins übrig. Ernsthaft. Nein, jetzt war ich zu blöd, um da den Sprung richtig zu timen. Ey, komm schon. Naja, was auch immer. Machen wir es halt nochmal. Und da das sowieso das letzte Wolkenlevel ist, können wir uns auch hier ein bisschen mehr Zeit lassen. So, jetzt aber. Nice. Kühne Klopperei in den Wolken. Ey, die Namen immer von diesen Insignien, die feiere ich. Okay, wo ist Plessy? Hier am Steg? Ja, hier am Steg. Und dann schauen wir mal, was wir noch übrig haben. Viel gibt es da auf jeden Fall nicht mehr. Also hier das Ding gibt es noch. Und 5 Katzensignenstücke. Was? Habe ich die noch nicht gesammelt? Ach so, da fehlte mir das erste, richtig? Ja, okay. Also hier das Dingen, wo ich nicht weiß, wie man das kriegen soll. Die Glücksinsel und die Katzeninsignenstücke. Und ich würde vorschlagen, erstmal diese da zu machen. Einfach weil ich glaube, das wird ein Rätsel und ich möchte das deswegen nicht unbedingt offcam machen. Ja, okay. Damage Boost geht. Aber ich glaube nicht, dass man es so machen sollte. Naja, was auch immer. Leuchten auf einer versteckten Insel. Und man wird groß von der Katzeninsignie. Okay. Ja, gut. Das ist gut bedacht, so kann man das Spiel nämlich auch komplett ohne die Power-Ups spielen, wo ich vorher dachte, das würde nicht wirklich gehen. Weil man ja halt nicht wirklich Power-Ups bekommt. Oder man setzt die Power-Ups halt echt nur dann ein, wenn man welche bekommt. Naja. Was auch immer, suchen wir erstmal das 5. Katzensignenstück. Was ja eigentlich hier in der Nähe sein muss. Es muss ja eigentlich hier am Anfang sein. Oder ist es da oben? Nö. Ich kann mir gut vorstellen, dass es noch ein kleines Rumgehampel wird hier. Also, für die, die es nicht interessiert, erstmal danke fürs Zuschauen.
Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und für alle, die es interessiert, die können ja noch dranbleiben. Ich glaube, dafür bleibt man gerne dran, solche Dummheiten zu sehen. Ich wollte das nicht wegkicken. Aber dahinter ist es doch auch nicht, oder? Hinter diesen Dingen da. Nee. Kann allein schon deswegen nicht in der Mitte sein, weil da diese Stange ist. Es wäre jetzt krank, wenn es da doch wäre. Aber nee. Das ist nicht der Fall. Oh, das war knapp. Ich glaube, mit Bowser, der hier am Rumwüten ist, wird das nicht gerade einfacher. Ah, ja, okay. Jetzt wollte ich hier die Münzen noch abholen. Aber Bowser hat zu viel damit zu tun, da in der vor dieser Säule da rumzustehen. Dementsprechend kann er uns auch nicht treffen. Ach, komm schon. Ja, den Tanuki würde ich ja aber trotzdem gern verwenden. Einfach nur... ist das nervig. Ja, nicht gerade die beste Insel, um hier Bowser rumspacken zu haben. Vor allem, weil man hier auch einfach manchmal nicht ausweichen kann. Ist einfach manchmal nicht möglich auszuweichen. Oh, und da hat er mich fast gekillt. Nehmen wir mal hier so einen Pilz. Und das Insignienstück muss auf jeden Fall vor dem sein, was da auf der Insel drauf ist. Bowser, jetzt hau doch mal ab. Sonst ist die Fury immer vorbei, wenn ich hier seine Hilfe brauche. Und jetzt bleibt er stundenlang da. Okay, was hat mich denn da gerettet? Echt keine Ahnung. Obwohl, wahrscheinlich sogar das Geländer hier. Finde das Insignienstück halt nicht. Das ärgert mich gerade ein bisschen. Ach, komm schon. Moment mal. Was war das? Da unten ist es? Wie soll man das Ding denn bekommen? Mit Bowser Junior? Oder wie? Ja, hol das Ding mal. Da sind Wolken, aber mit Bowser Junior
Geht es auch? Ja, gut. Dankeschön. Zu Abschluss nochmal ein Controller-Fail, aber auch die letzte Aufgabe der Insel gemeistert. Schön. Und ich denke, im nächsten Part schließen wir das Projekt dann auch ab. Also nicht verpassen und beim nächsten Mal unbedingt wieder dabei sein.